18. Ja, habe ich. 20. Ja. 2. Ja. 3. Ja, habe ich. Oh. Mann, was ist denn jetzt los? Schon wieder arbeiten oder was? Ja, unmöglich. Also, gestern haben wir noch bis 4 Uhr früh ein Bier nach dem anderen weggetragen und jetzt schon wieder Kaffee? Echt, ey, das sind Arbeitszeiten, das gibt es gar nicht. Ja. So. Also, der Chef, nicht? Also selber in der Gewerkschaft war, der macht natürlich nach 7 Stunden Feierabend, nicht? Aber dann jetzt für uns hier unten erst richtig los. Friedenbude, das ist hier Großalarm. Ja, wenn ich mich mal erinnern darf, ja? Die Currywurst gestern Abend. Hör auf, mir ist jetzt noch schlecht. Ja. Ich rufe immer da oben zu den Kollegen, hey, sag, was soll denn das? Wer von euch da oben bestellt denn immer diesen Scheiß? Ja, Mann, sagen die von der Magensäure, mach uns doch nicht an, da können wir ohne spüren. Das sind doch immer die von den Geschmackszellen. Ja. Hör mal, ich habe die von den Geschmackszellen schon tausendmal gefragt, was soll der Quatsch? Genau, ja. Da sagen die immer, wir brauchen Fleisch, das ist wichtig wegen dem Eiweiß, sonst geht hier der ganze Laden kaputt, da habt ihr auch keine Arbeit mehr. Ich sag, Kinder, ihr habt doch keine Ahnung, Currywurst, da ist überhaupt kein Fleisch mit bei. Aber das kapieren die nie, nicht? Die haben überhaupt keine Ahnung, wie so eine Currywurst aufgebaut ist. Die saugen schön die Geschmacksverstärker raus, nicht so. Ja, und der ganze Restmüll landet dann bei uns. Ja? Guck mal, was ist das denn hier? Ja, Farbstoff, ist der überhaupt zugelassen? Genau, das hatte ich letzte Woche schon mal. Da tun wir einfach in eine gelbe Tonne. Genau, ja. Ja. Soll sich die Leber mit rumschlagen? Oh Mann, echt, ey. Mann, das ist echt zu viel. Jetzt haben die oben wieder den Toast anbrennen lassen. Ewig diese Krebserreger hier. Neulich hatte ich ja eben nur, der hatte gleich seine Frau mitgebracht. Ja. Die wollte sich hier vor meiner Nase, wollte sich hier so vermehren, ja. Ich sah, haut bloß ab, ihr Schweine, ja. Den Scheiß könnt ihr woanders machen, ja. Und da habe ich ihm eh gedonnert, zack, waren sie unten. Die haben vielleicht gestöhnt im Dickdarm. Hör mal, das ist noch gar nichts. Ich hatte neulich eine Schulklasse Salmonellen. Ja. Die kamen hier mittags mit dem Ekelpudding aus der Kantine runter. Die wollten sich hier ausbreiten. Ich sag, wo kommt ihr denn her? Ja, sagen sie, wir sind von Hühnerfarm. Wir haben Wandertag. Ich hab sofort auf Durchmarsch geschaltet. Ja. Ja, was war das denn jetzt da eben? Wo? Ne, hier in der Mayonnaise hier. Das ist E205. Nee, nie. Ich glaube, das ist E605. Nee, da glaube ich nicht. Frag mal Walter von der Magensäure. Walter, was war denn das gerade hier eben? Das weiß ich auch nicht. Ist doch auch nicht, du. Zeig mal, hör mal, das ist gar nicht zugelassen. Das steht gar nicht in der Liste. Das ist immer eine Kacke mit der EG-Norm, du, eine Kacke. Da kannst du laut sagen, du, die schreiben da dauernd neue Stoffe auf eine Liste, von denen sie keine Ahnung haben. Ja, ja. Die in Brüssel machen grundsätzlich, was sie wollen, und wir können dann sehen, wie wir aus Chemie Kalorien machen, wa? Ja, das ist immer dasselbe. Und die ganze Arbeit haben, werden nie gefragt. Ja. Guck mal, da ist ja noch so einer hier. Oh, der sieht aber ganz komisch aus. Ja. Den Topf am Bauchnabel? Da fehlt die ganze linke Arschbacke. Das ist ja abartig, du. Und da ist noch so ein Johnny. Und da noch einer. Und da drüben auch. Ein ganzes Bataillon ohne Arschbacken. Mann, das sind Außerirdische. Die machen uns fertig, du. Die greifen an. Wo kommen die denn her? Die kommen aus der Mayonnaise. Die waren im Sojaöl. Mann, das sind Gene. Die sind manipuliert. Guck mal. Nee, komm, dann machen wir nicht mit. Das ist ja ekelhaft. Das ganze Frühstück geht zurück. Einen kleinen Würfeln.